Freunde, heute richtig schönes Wetter und die ersten Besucher. Und die kriegen bei uns einen Blumenstrauß, den kriegt er gleich noch. Der Alex und diese Irene, und die haben auch ein richtig schönes Auto hier gleich mitgebracht. Und da frage ich den Alex jetzt mal zu. Alex, erzählt mal, was habt ihr hier für ein Perle? Wir haben ja, das Auto ist ein Zufallsprodukt. Ich bin eigentlich Biker, aber mein Freund ist halt, der hat ein Coupé und ein Cabrio. Das ist ein Honda S800. Baujahr 69, wir haben sie auch nur von 65 bis 70 verkauft in Deutschland. Das war das erste Auto von Honda, was auf den deutschen Markt gekommen ist. Und es gab mal ein 500, S500, dann gab es ein S600 und den 800er dann. Vier Vergaser, 70 PS, Spitze 165, fährt man natürlich nicht. Und den hat mein Freund mal als erster restauriert, dann an seinen Freund verkauft. Der ist leider dann verstorben und dann haben wir jetzt der Witwe dieses Auto dann doch noch abschwatzen können. Sie wollte das in der Garage zur Erinnerung an ihren Mann da eigentlich vergammeln lassen, aber dazu ist es dann doch nicht gekommen. Und jedenfalls haben wir das abgekauft. Ich bin dazu gekommen, weil mein Freund hat mich mit seinem Cabrio mal fahren lassen. Das war ein Fehler oder auch nicht. Infiziert. Und habe gleich gefragt, wie wir an so ein Auto kommen. Weil man will ja auch wissen bei so einem alten Auto, was man da kauft, weil da steckt so viel Geld drin, was der Vorbesitzer da reingesteckt hat, die Karosse, alles bearbeiten lassen und so weiter. Fährt sich gut, ist vom Fachmann überholt worden, mal der Motor, und ist einmal ein Spaßauto, kann man nur so sagen. Der sieht ja so ein bisschen, wie ihr vorhin am Museum bei uns vorbeigedüst seid, so auf den ersten Blick wieder der Triumph Speedfire, genau. Oder wie heißt der? Ich wusste gar nicht, dass Honda so eine Autos so genau gebaut hat. Ja, die waren ja doch recht selten. Was für Stückzahlen da gebaut worden? Also die haben ja also vom Coupé, glaube ich, so 1700 in Deutschland verkauft und knappe 1000 vielleicht von den Cabrio. Siehst du. Es war ja in den 60er Jahren kein wirtschaftliches Auto, sondern rein das Fun-Auto. Reiner Luxus. Er kostete mal 7000 Mark und wird jetzt gehandelt so um die 30, 32 in dem Zustand. Wertgutachten 38.000, wenn man sowas jemals wieder kriegt, ist eine andere Frage. Aber ist nun mal ein seltenes Auto. Und es geht ja auch, ich sage immer, sieht auch nicht so protzig aus. Ja. Jeder freut sich noch, wenn man mit so einem Auto auf die Straße entgegenkommt. Ja. Weil man einfach, das ist einfach so, wie man sich ein Cabrio eigentlich vorstellt. Im Oldtimer-Markt wird es schnell mit den Engländern verwechselt, aber dann merken sie doch, ist ja ein Honda, noch nie gesehen, ist halt seltener als so ein Engländer. Ja. Und Frauen sind als erstes sofort verliebt in dieses Auto. Ach ja? Ja. Lieber auf den ersten Blick. Beim Auto und bei ihm hoffentlich auch. Und wir lassen dann die Damen dann auch mal sitzen. Und wenn sie aussteigen, dann gehen sie auf ihren Mann zusammen. Schatzi, kaufst du mir auch so ein Auto? Das ist dann so. Ja, weil es ist, heißt, du fühlst dich da so wie in Abrahams Schoß in dem Auto. Ne? Ja. Und was soll man dazu sagen? Ja, guck mal hier rein. Ja? So sieht so ein Wagen in der Ausstattung aus. Holzlenkrad. Ja. Dann haben wir hier diese wunderschönen Instrumente drin. Guck mal, einen ganz kleinen sportlichen Schalthebel. Sitze in Blauleder, wie es aussieht. So, hier haben wir die, guck mal, so schön in tiefblau gehaltenen Ledersitze dazu. Die sehen auch noch richtig gut. Das habt ihr da irgendwas dran gemacht? Oder ist noch die Original? Alles noch Original. Alles noch Original. Und war der jetzt auch so im Lack Original oder habt ihr da irgendwas machen müssen? Der war mal gelb oder der war auch mal rot. Ja. Und dann war der auch mal schlüpferblau. Ach so. Und der letzte Besitzer, der hat sich dann doch entschieden, der hatte auch ein bisschen betucht. Ja. Und der hatte sich dann diese Farbe ausgesucht und hat dieses Auto sehr aufwendig restaurieren lassen und hat sich für diese Farbe entschieden. Ach so. Das ist eine Originalfarbe, wahrscheinlich aus den 70er, 80ern von VW. Aha. Ich habe auch noch eine Original-Spraydose und ich könnte den nochmal nachbestellen, wenn man das müsste. Du hast ja mal gearbeitet, bei VW, oder? Ja, bei VW. Die Farbe brauchen wir für mein Modellbau. 45 Jahre VW. Was hast du da gemacht? Werkzeugmechaniker gelernt. War dann in der Instandhaltung Presswerk. Ach so. Und zum Schluss Werkzeugabnehmer dann für VW, für die ganzen Werkzeuge, für die Teile. Der war als es alles noch ordentlich war und noch nicht ganz so viel Betrug wie heute. War zuständig für alle Teile am Fahrzeug außen. Ja. Und so hatte man jetzt auch ein bisschen Schrauber. Was war das letzte Modell, was du da gemacht hast? Was habe ich da als letztes mitgemacht? Das war, glaube ich, sogar ein Seat. Wie hieß er denn?
Tarocca oder so ähnlich. Ja, ja. Da hatten wir die Teile noch mit betreut. Eigentlich war es so das vorletzte Modell vom Tiguan, glaube ich, auch. Ja. Also was war das, 90er oder Anfang 2000? Oder? Ich bin Oktober 17 bin ich gegangen. Ach, 17, ja. 17 ist schon ein bisschen her. Zeit rennt, Wahnsinn. Ja. So, jetzt gucken wir nochmal in dieses schöne Auto, gucken wir wieder von hinten. War das alles noch in Chrom seiner Zeit? Ja, da war das noch schick. Original. Heute wird alles schwarz gemacht. Damals hat man das noch sich richtig viel Mühe mitgegeben und so eine schöne Chromstoßstange hier angebaut. Guck mal, die Lampen auch so schön, die Nummernschildbeleuchtung. Ja, so eine kleinen, schönen filigranen Lämpchen hier auf die Stoßstange gesetzt. Ja. So, und jetzt gucken wir nochmal hinten rein in den Kofferraum. Ja, so sieht das aus, wenn man verreist. Oh, hier sitzt der Tank, ne? Ja. Da passen 35 Liter rein. Ja. Und der Verbrauch im Durchschnitt so 8 Liter. Ja. Dann kommt ein paar Kilometer, kannst du schon fahren. Na, schön. Und geht auch dafür, dass es ein Sportwagen ist, geht ordentlich was rein. Ja, also für Wochenende so zwei kleine Reisetaschen und so, da kannst du schon mal, ne? Ja. So, vorne gucken wir auch nochmal, wa? Machst du vorne nochmal auf? Ja, mach ich auch. Ist auch ein schöner Motor. Ja. So, guckt mal. Da ist doch ordentlich was drin. Das denkt man nicht. Ich habe 800, hast du gesagt. Ja, hat er. 800 Kubik. Ja, der holt jetzt eben aus der Drehzahl. Den kannst du bis 9000 Umdrehungen fahren. Ja. Und es ist auch so, als es damals kam mit den Drehzahlen, hat jeder gesagt, der Motor kann nicht lange halten. Und da haben die den in deinem Technischen Institut in Braunschweig, da gibt es auch eine Broschüre drüber, haben die den Motor getestet auf dem Prüfstand bei 12.000 Umdrehungen, Dauer, Drehzahl laufen lassen. Und da ist dann der Prüfstand in die Luft geflogen, aber nicht der Motor. Ach ja. Und da gibt es einen Bericht drüber. Das ist allgemein bekannt. Also der ist schon sehr leistungsfähig. Also der kann auch Rennen mitgefahren mit diesen Autos. Ja. Wir kennen jemanden, waren wir auch letztens in Oschersleben. Also die scheuchen den wirklich, da ist der Drehzahlmesser so gedreht, dass der rote Bereich oben ist auf 12 Uhr, weil die immer nur in diesen Drehzahlen fahren. Ne? Der Motor hält. Und war der noch in einem anderen Modell verbaut oder nur speziell für dieses Cabrio hier Coupé, entwickelt? Als Coupé auch. Und dieses Cabrio. Habe ich wirklich noch nie gesehen. Ja, also hier gucken wir auch ganz ordentlich an den Zettel dran, wie es sich gehört mit dem Ölwechsel. Ja, muss schon ein bisschen was machen, achten und Öle und. Ja, und auch bei jedem Start ziehst du mal einmal Getriebeöl, Messstab und. Und auch alles übersichtlich angeordnet, ja, wie man das bei den alten Modellen, wir haben das schon so oft gehabt, ja, das hatten wir früher bei allen Modellen gemacht, man kommt überall ran, hier ist sofort das Sicherungsbrett, wo man rankommt, steht auch groß drauf, damit man gar nicht lange suchen braucht, hier haben wir die Zündspule, ja, alles super zugänglich an diesem Auto, hier vorne gleich gut zugänglich die Batterie, ja. Und da braucht man nicht erst zwei Stunden wegräumen, wenn man mal irgendwo was machen will, sondern alles. Ja, der Vorteil ist eben, mein Freund, der, wie gesagt, der hat ja sein Leben lang restauriert, der hat auch alte Motorräder, NSU von 25, von 35, selbst restauriert, wie aus dem Laden. Und der hat auch diese Autos selber restauriert, kennt sich ja mit den Motoren aus. Und wenn ich den nicht hätte, würde ich das Auto wahrscheinlich auch nicht haben, weil der kann auch viel alles selber machen, der hat auch eine Bühne. Also wenn du damit in die Werkstatt musst, weißt du ja, was du da los bist. Ja, das ist so, ja. Also hast du so einen kleinen Privatschrauber, mit dem du zusammen das dann hier das Auto im Prinzip auch in Gang hältst und am Leben erhältst. Ja. Das muss ja immer mal. Wichtig ist ja, dass man die Wartung macht und Ölwechsel ist immer ganz wichtig bei so einem alten Fahrzeug. Ja. Und dann ist das auch top, dann hält das auch ewig. Ja. Ja, die Felgen wurden natürlich verändert. Die hat man dann eintragen lassen, 185, 60er. Ja. Da waren natürlich Fahrradreifen drauf, 145er, glaube ich, original. Und das sieht dann natürlich nicht ganz so schön aus. Ja? Also so macht das schon ein bisschen mehr her. Ja, ja. Also wirklich ein richtig, richtig schöner Wagen. Und was habt ihr jetzt noch vor hier? Ihr seid jetzt hier im Harz unterwegs. Erstmal wart ihr heute in der Bikeschmiede. Hat es euch gefallen? Sehr gut. Wenn die Mädels das sagen, freuen wir uns noch viel mehr. Die Kerle kriegen wir eigentlich immer. Und dann fahren wir nach St. Andreasberg und die Sommerrodelbahn. Da machen wir noch mal ein paar Mal runter. Sehr schön. So. Volles Programm heute. Wetter genießen. Wetter passt. Sehr schön. Besser geht's. Ich danke für euren Besuch. Schön,
dass das so geklappt hat, dass euer Fahrzeug auch mal vorgestellt hat. Ende Mai sehen wir uns zu eurem Meeting. Zu unserem Festival. Sehr gerne. Ja. Kommt ihr mit eurem Moped? Ja, ihr habt ja Mopeds auch noch. Genau. Ja. Ja, du hast sogar eins weggestellt, ein neues, ja, was in der Stube steht. Also ist ein ganz verrückter eigentlich, nicht nur mit dem Auto. Ich schicke dir mal Bilder. Ja, so machen wir es. Gut. Danke. Ben, bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Und tschüss. Ja, das Roadster S800 Cabriolet von Honda. Recht selten.